Wandern, Skifahren, Segeln. Eigentlich müsste der Harz mit seinen Weltkulturerbestätten, dem Nationalpark, dem Brocken, ein Besuchermagnet sein. Müsste. Denn seit den 1990er Jahren erholt er sich nur ganz langsam von der Krise, die erst eine Panikblüte erzeugte, Anfang der 90er, als auch der Ostharz sich öffnete. Und dann fielen ab Mitte der 90er die Übernachtungszahlen und die Umsätze ins Bodenlose. Die Gründe sind natürlich vielschichtig. Es gibt nicht einen einzigen. Der wesentliche Grund ist, dass man es im Harz vergessen hat zu modernisieren. Die Pensionsbetreiber, Hoteliers dachten, Natur und die schöne gute Luft, die würden ausreichen, um auch weiter die Besucher anzuziehen. Das war aber nicht der Fall. Zudem wurde der Harz zu einer Kurztrip-Region. Übernachtung gibt es kaum noch. Die durchschnittliche Übernachtungsdauer im Harz beträgt heute 2,5 Tage. Für ausgedehnte Urlaube ist er für die meisten nicht attraktiv genug. Ich möchte euch in diesem Video einige Orte zeigen, die die Wende nicht überlebt haben, den Niedergang. Es ist nicht überall so, aber mancherorts sieht es inzwischen aus wie Geisterstädte. Dann kommt mal mit. Die folgenden Ereignisse finden zwischen 11 und 12 Uhr statt. Alles, was Sie sehen, geschieht in Echtzeit. Ich gehe jetzt gerade auf ein ehemaliges Hotel zu. Ich hatte mich vorher mit den Nachbarn unterhalten, auf der rechten Seite, damit die nicht denken, dass ich da einbrechen wollte. Waren auch sehr freundlich. Die haben mir erzählt, dass dieses Haus etwa ab 2005 verlassen worden war. Steht also schon viele Jahre leer. Es gehörte einer holländischen Reisegesellschaft oder Reiseunternehmen. Und von heute auf morgen wurde es ausgeräumt und liegen gelassen. Ich begehe jetzt erstmal mal einen Rundgang, um einen Zugang zu suchen. Denn den hatte ich noch nicht gefunden. Und hinten sieht man noch ein Ferienhaus, in das ich noch gleich hineingehen werde, ganz kurz. Das ist aber auch sehr klein und fast ausgeräumt. Aber erstmal das Übliche, wo kommt man rein? Denn es war schon alles ziemlich zu. So, hier ist der einzige Zugang. Und wenn ich mal gucke, die Sprunghöhe wäre ungefähr 1,70 Meter. Hier käme ich also nicht mehr wieder zurück. Sondern nur rein und das war's. So, das ist ein Ferienhaus, was sich auch auf dem Gelände befindet. Was haben wir hier? Technici, ein polnisches Buch. Wie gesagt, das ist eins der Ferienhäuser, die man sich hier mieten konnte. Leute, ich sehe schweren Schimmelbefall. Das ist gar nicht gut. Das riecht man schon, dass hier Sanitäranlagen. Und das ist dann die Ferienwohnung hier. Wie man sehen kann, auch teilweise eingerichtet. Die Einrichtung schätzungsweise 1970. Ja Leute, wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass doch ein Fenster nur angelehnt war. Ich bin erst vorbeigelaufen, aber dann dachte ich, zieh doch mal dran. Und hier ist wieder so eine richtig schöne Zeitkapsel. Vor allem habe ich jetzt voll die Ruhe, das Ding ist nämlich nach außen super dicht. Reingucken kann ja auch keiner. Jetzt kann ich in aller Ruhe hier auf Entdeckungstour gehen. Einfach schön, das ist also toll. So, dass ich bin drin durch einen sehr verdeckten Eingang. So einen richtigen Urbex-Eingang. Und ich würde sagen, hier ist ja noch so einiges zu sehen. Alles im 70er-Jahres-Stil. Sogar eine Pommes-Ecke gibt es ja noch. So, was haben wir hier? Auch hier liegen noch Kochkonituren. Also hier ist wirklich,
Scheint mir ein Büro gewesen zu sein. Eieieiei. So, ich habe hier Daten drin. Ich kann euch die Zettel leider nicht einblenden, weil da wieder steht wieder die Adresse drauf. Oh, 2006. Ja, und da habe ich den Gastraum gefunden, der noch mit einem schön eingedeckten Tisch daherkam und einem Teddybär. Ich denke mal, dass das andere Urbexer so hergerichtet haben als Fotomotiv. Auf jeden Fall lassen wir alles so stehen. Ich fand's wunderschön. Ja, ein leerer Gastraum. Wie gesagt, ich muss nur ein kleines bisschen aufpassen, damit ich nicht zu sehr aus den Fenstern rausleuchte. Weil hier sind nämlich auch die Nachbarn wieder. Nicht nur einer. Ui, und hier ist mal richtig schönes Kaminzimmer. Oh Leute, das wäre was für mich. Aber hier geht's hoch in die einzelnen Räume. Aha. Da stehen doch noch ja, die alten Fernseher, die Röhrengeräte von Philips. Also das Haus gehörte wohl einem holländischen Unternehmen, muss ich mich korrigieren. Auch hier noch Fernseher. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Bett, was sonst? Ein Hotelzimmer. Steht ja noch für die Einrichtung. Wie gesagt, hier sieht es nur ausgeräumt aus, aber keine Spuren vom Vandalismus. Ja gut, das lässt sich auch eigentlich erklären, weil das hier sehr schwierig ist zu vandalieren, weil das hier mitten im Wohngebiet liegt. Das ist dann doch für diese Chaoten ein bisschen schwieriger. Sind die einzelnen Hotelzimmer. Das ist ja noch richtig schön hier, Donnerwetter. So, ist alles auf Holländisch, Leute. Das ist mir schon aufgefallen hier. Ja, also wie gesagt, auch hier echte Zeitkapsel, Leute. Ich hangel mich hier einfach von Raum zu Raum. Neben den zertrockneten Zimmerpflanzen, die hier überall stehen. Die wirklich kein Atom-Mecklofil enthalten. Und schaue mich erstmal weiter um. Ich würde sagen, ich nehme die Kamera wieder nach vorne. Habe ich mehr Licht nach vorne. Und ihr seht auch mehr. So. Auch ein Hotelzimmer. Ich muss sagen, das ist gar nicht übel. Also. Fotoalben. Hat jemand hier liegen lassen. Interessant. Ein privates Fotoalbum, na gut. Das ist aber nicht unbedingt etwas, was man jetzt verfilmen müsste. Ja, hier ist die Fummelwiese. Und entsprechend das Bad. Ja, und hier finden wir natürlich auf dem Spiegel mit dem Fingernagel. Die Urbex-Elite war hier am 17.10.2020. Urbex-Elite, Urbex-Nation.
interessante Bögen, und zwar von 1991. Landesamt für Statistik, dass der Betreiber hier ausführen sollte, die Anzahl der Übernachtungen und so weiter für die Berichtsmonate 91 bis 92, also kurz nach der Wende. Und hier liegt noch mehr Papier. Wie gesagt, alles vom Bundesamt für Statistik, was Firmen heute alles so ausfüllen müssen. Ja, Leute, also ich bin wieder raus, fahre nach Hause. Ich muss sagen, das war mal wieder ein schöner Lost Place. Es war nicht so ganz toll wie das Teddy Hotel, was hier leider jetzt auch wohl abgerissen wird, ich gehört habe. Aber auf jeden Fall, ich fand's klasse heute, die Tour. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde sagen, bis demnächst. Euer Kalter Krieger.